tödlicher Kampf mit dem Feuer in Kalifornien. Zwei Feuerwehrleute sterben in dem US-Bundesstaat, als ihr Fahrzeug von der Straße abkommt und einen Abhang hinunterstürzt. Tausende Feuerwehrleute sind seit Tagen im Einsatz, um die Waldbrände in einem dicht besiedelten Gebiet nahe der Filmstadt Los Angeles zu stoppen. Nun fürchten die Behörden um den Mount Wilson mit seinen Sendemasten, die auch für die Arbeit der kalifornischen Polizei wichtig sind. Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat bereits den Notstand ausgerufen. An 9 anderen Stellen in Kalifornien müssen Waldbrände bekämpft werden. Tausende Häuser sind wegen der Flammen evakuiert worden. Oder dürften es noch werden?